Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Nun machen wir mal wieder weiter. Und zu wem gehen wir hin? Zu wem sollen wir noch hingehen? Oh Mann, ich weiß nicht wohin. Nimm immer das Geld hier, es steht uns ja zu. Hau dem Mann hier mal eine, knallen ihm noch eine und noch eine. Noch eine. Noch eine. Noch eine. Jetzt legt er sich hin, jetzt haben wir noch eine und jetzt ist er tot. Der Mann hat Angst, warum auch immer. Er bewundert die Leiche. Ja, ist sie nicht schön, die Leiche? Also wirklich. Was wollte ich gerade über Ghostmuid sagen, Junge? Komm her. Ja, erst läufst du weg und dann willst du dich mehr anlegen, ne? Komm her. In der Boxfight. Junge. Du bist auch erledigt. Und nun gehen wir mal zu OG Luke. Ohne Waffen wird das wohl nichts. Ah, sollten uns Waffen holen. Ey, Homie, kann ich mir mal eine Waffe ausleihen? Homie, warte, ich will mir deine Waffe ausleihen. Bitte, Homie, gib mir mal bitte eine Waffe. Ich will mir nur seine Waffe ausleihen. I'm sorry. Jetzt kommen wir hin. Host, ich tue euch diese schreckliche Musik nicht nochmal an. Jetzt geht's los. Put in, huh? Hey, look up! More of them on the bridge! Shut that fool up! Komm, ich wollte nur die Munition sammeln, meine Fresse. Könnt ihr Lina dann Spastis nicht mal irgendwann anders nerven? Hey, don't keep up! Diesmal mal geben wir taktisch vor. Nein, ich jetzt nachladen. Ach CJ, Mann. Junge. Oh, wir brauchen eine andere Strategie. Wir brauchen verdammt nochmal eine andere Strategie. Ey du, geh mal runter. Danke. Wir brauchen eine andere Strategie. Eine Strategie, ja. Brauchen wir. Naja, wir haben jetzt genug Zeit und gehen jetzt mal zu 10 Missionen. Oder fahren oder fliegen oder was auch immer. So einfach ist das. Ja, also, ich will ja erstmal etwas fragen. Und zwar, soll ich einen Waffensheet benutzen, um Waffen zu bekommen? Also nur einen Waffensheet, keinen anderen Sheet. Weil, wenn man stirbt, dann verliert man die Waffen, ist ja klar. Und wenn ich jetzt halt mehr Waffen mehr schiete, dann ist es doch gut, oder? Meine, ja. Choice of the professional. Sorry, das war gerade mein PC. Das war gerade ziemlich fail. Ja, ist einfach mein Bildschirm gegangen, aber ich hoffe, ihr habt es nicht allzu bemerkt. Ich kann mir auch noch ein Problem mitmachen.
Mal gucken, ob wir einen können. Pistole. Der Wahnsinn. Oh Mann, ist aber nicht schlecht. Muss man echt sagen. Hammer, Hammer, Hammer. Wir sind ganz klar in Führung. Wenn wir wieder mehrere Schüsse für brauchen, nehme ich direkt mal, ja. Olle. Mal gucken, was jetzt kommt. Oh, die Ziele werden sich bewegen. Dann sollen die mal ihre fetten Ärsche bewegen. Oh, die haben ja einen flachen Arsch. Ich weiß, der war schlecht. Ich helfe dir mal, junge Dame. Ja, bitteschön. Überhaupt eine Dame? Was der CJ sich verrenken kann. Oh, ich muss ja gucken, hab ich ja vergessen. Oh, hab ich auch bestanden, tut mir leid. Ich will euch nicht besiegen. Was er sich verrenken kann. Wie gut ist, wie cool ist das denn? Ui, spannend. Das wird spannend, spannend. Karl, geht mal ein. Oh, Karl hat schon 6 Punkte. Gegner 1 nur 1 und Gegner 2-0. Wir haben schon 11. Gegner 1 müssen nur 1 haben. Gegner 2-2. Ja, ja. Ich hab gewonnen oder so. Wir können die mal aufholen. Ich hab 16 Punkte und damit hab ich gewonnen. Und dann kommt mir mal ein Comeback? Nein, ich hab natürlich gewonnen. Wer gewinnt denn hier sonst oder CJ? Oh, Ich glaube, das reicht für heute, die Pistole. Och man. Jo. Nehmen wir mal zur Zielmission. Miss, kann ich mal eben ihr Auto ausleihen? Danke. Ich weiß, ich bin fest genau daneben. Und es tut mir leid, den Polizisten damit nicht mehr fahren. Aber man muss noch Opfer bringen können. Tut mir leid. Ich weiß, ich kann mal wieder fahren und ja, ich hab mir gerade eine Palme überfahren und ja. Ich nehme einfach mal hier. Carl! Dave! Where are you off to? Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-assed drive-bys.
Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Oh, money. Ja, ja, der alte Bulle, er mag uns ja so sehr. Wir mögen ihn auch. Natürlich nicht, er ist ein widerlicher Arschloch. Und irgendwann werde ich ihn in den Arsch treten. Ja. Oh Mann, ich mag uns echt nicht. Die denken, oh, das ist aber lieb. Naja. Das Auto ist fast verschrottet. Ja, und ich habe gefahren lernen, ich weiß, dann bringt mir nur einfach das Fahren bei. Oh, mein Auto dampft schon. Oh, Fahrradfahrer. Erledigen. Oh, Entschuldigung. Ich wollte das gar nicht. Ja, ich nehme das mal ihre Sachen. Sorry, ich wollte sie nicht ausrauben oder so. Ja. Oh, der fängt mich an zu brennen. Ich hab Angst. Was gehört das Gebiet da? Für den Vollidioten, was? Ach, Lida ist ja Vollidiot, habe ich schon vergessen. Russen und Ballast treffen sich im Lager aus. Oh, die Russen sind gemein. Ich habe nichts gegen Russen, keine Sorge. Russen sind korrekt. Oh Mann, die machen immer nur. Oh, haben wir ihn voll getroffen. Er wollte mein Auto nehmen. Was kann ich denn dafür? Ah, nee, wir wollen nicht sterben. Haben wir ihn da oben? Das ist wie ein Geschenk. Haben wir noch was? Wir müssen ein Lager machen. Nee, haben wir nicht. Oh, wir wollten uns nicht verletzen. Ey, komm schon, CJ. Oh yeah, that's right, I'm just some more. Ich mag euch nicht, tut mir leid. Mit eurer Schutzweste vorsichtig umgehen. Na, ihr Lackaffe. Yeah, CJ, bitch, huh? Na, verdammt. Lernt erstmal schießen, Jungs. Und haben wir denn da schönes? Eine AK! Und kann ich ihn nicht nehmen?
Mal gucken, ob ich damit zielen kann. Oh shit, I got a gag. Stop! Please do business! Now fuck you, Amerikanski! I'm gone! Doing business in America is dangerous! Wo ist der Freak? Komm, den Freak holen wir uns. Freaky, bleib mal stehen! Ich hab was mit dir zu besprechen! Ich hab mir keine Waffen mehr, was für jemand? Er springt gerade, er ist dumm. Oh. Kriegen kein Geld? Das ist aber eine Unverschämtheit, kein Geld zu kriegen. Also wirklich. Ich verlange ein bisschen Kohle. Also wirklich. Ja. Oh, Entschuldigung. Du bist aber jetzt sehr weit hochgegangen. Tipsalander, essen wir es, dann würde ich gleich sterben. OG-Lock-Mission. Aber was hat man nur vorm Essen? Macht man gleich mal einen Quatsch.